Meter mit dem Motorrad. Wäre doch viel besser fürs Klima, wenn du mit dem Fahrrad fährst oder zu Fuß gehst. Naja, macht halt mehr Spaß so. Aber du hast schon recht. Für so eine kurze Strecke könnte man echt umsteigen. Hey, das ist aber nicht gerade korrekt. Lässt du immer das Wasser laufen? Ach ja, das vergesse ich manchmal. Meine Mutter hat mich gerade angerufen. Ich soll die Wäsche aufhängen. Egal, ich pack sie einfach in den Wäschetrockner. Erspart mir die Mühe. Moment mal. Heute haben wir schönes Wetter. Habt ihr nicht am Balkon einen Wäscheständer? Ja schon. Na gut, du redest. Das haben wir doch gleich. Ich helfe dir. Was hast du damit? Kauft ihr ernsthaft noch Mineralwasser in Plastikflaschen? Naja, es ist einfach die praktischste und billigste Lösung. Schau mal, ich habe zum Geburtstag einen Wassersprudler bekommen. Funktioniert echt super und man kann das Wasser überall hin umfüllen. Das wäre vielleicht eine Idee. Die 6er-Träger sind eh immer sehr schwer zu schleppen. Wow, ihr habt aber einen üppigen Obstkorb. Aber Ananas, Mango und Papaya von so weit her? Du wirst lachen, aber die kommen von meiner Tante. Die züchtet sie in ihrem Wintergarten. Echt jetzt? Das funktioniert? Ja, sie hat vor Jahren damit begonnen. Anfangs war zwar nicht viel los, doch mittlerweile kann sie regelmäßig ernten. Auch wir profitieren davon und genießen mit gutem Gewissen. Lukas, ich sag's dir, wenn es die Corona-Situation zulässt, möchte ich unbedingt wieder mal eine Fernreise machen, nach Asien oder so. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wenn Fliegen doch nicht so schlecht für das Klima wäre. Ja, du sagst es. Familienintern haben wir besprochen, zumindest nicht mehr jedes Jahr zu fliegen. So müssen wir nicht auf das Erkunden von anderen Ländern verzichten und tragen trotzdem zu einer Reduktion bei. Exakt, ein Kompromiss hilft da schon viel weiter. Bitte sehr, lass es dir schmecken. Danke. Die sind gut. Woher habt ihr die Würstel? Aus dem Supermarkt. Es sind vegetarische. Hast du das nicht gemerkt? Okay, vielleicht ein etwas eigener Geschmack, aber wie gesagt, gar nicht so schlecht. Werde ich meiner Mutter mal vorschlagen. Danke fürs Abservieren, aber bitte nicht in den Geschirrspüler geben. Der ist zwar erst 3 Jahre alt, ist aber kaputt. Der neue wird erst in 2 Wochen geliefert. Bis dahin müssen wir händisch abwaschen. Echt nervig. Oje, das ist aber auch nicht sehr nachhaltig. Wäre da nichts mehr zu machen gewesen, hättest du dich gemeldet. Mein Onkel war früher Servicetechniker und hätte euch mit deiner Reparatur sicher helfen können. Hast du Lust, noch eine Runde Radfahren zu gehen? Ja klar, ich habe noch ein bisschen Zeit. Okay, komm. Schau, das Heizkraftwerk. Ist euer Haus auch an das Netz angeschlossen? Genau, da sind wir nämlich jederzeit mit Warmwasser und Heizung versorgt. Und sauber ist Fernwärme auch. Sie verbrennen Biomasse, zum Beispiel Hackschnitzel. Super Sache, dann sind unsere beiden Haushalte sehr grün. Mein Vater hat letzten Sommer eine Solaranlage installiert. Mein Opa hat immer noch eine Ölheizung. Ich denke, er sollte sich bald nach einer Alternative umschauen.